In questa lezione impariamo un altro dialogo, i numeri da 1 a 30 e le decine. Marlene Steinmann sta viaggiando in treno ed è diretta verso Colonia, nel nord della Germania. Seduti accanto a lei ci sono Anna e Thomas, una giovane coppia che si sta dirigendo verso Monaco di Baviera, nel sud della Germania. Colonia. Köln. Nord della Germania. Norddeutschland. Monaco. München. Sud della Germania. Süddeutschland. Ascoltiamo tutto il dialogo e dopo lo traduciamo frase per frase. Dialog im Zug. Wohin fahrt ihr? Nach München. Und du? Nach Köln. Kommt ihr aus München? Nein. Wir kommen aus Bremen. Ich komme aus Rzeszów. Wie bitte? Woher kommst du? Aus Rzeszów, aus Polen. Ich spreche leider nicht gut Deutsch. Ah ja. Was macht ihr in München? Wir machen Urlaub. Und dann fahren wir noch nach Wien. Wie heißt ihr eigentlich? Ich heiße Anna. Ich heiße Thomas Bauer. Und du? Marlene Steinmann. Hier, das ist meine Karte. Vielleicht kommt ihr einmal nach Köln. Danke, das ist nett. Oder du kommst mal nach Bremen. Ja, vielleicht. Und wo wohnt ihr? Meine Adresse ist Sandhofstraße 12. Sandhof. Nein, nein, Sandhof. S-A-N-D-H-O-F. Also Sandhofstraße, Bremen. Ja, 28309 Bremen. Gut, und deine Telefonnummer? 0421 419488. 419488. Alles klar. Dann noch gute Reise. Danke. Bis bald. Tschüss. Wohin fahrt ihr? Fahren, guidare un veicolo, andare a piedi o in bicicletta, spostarsi con un mezzo di trasporto, spostarsi in treno, spostarsi in autobus. Fahren, io guido, ich fahre. Dove guidate voi? Wohin fahrt ihr? Nach München. Und du? Verso Monaco. E tu? Nach München. Und du? Nach Köln. Verso Colonia. Nach Köln. Kommt ihr aus München? Andare, kommen. Andate voi a Monaco? Kommt ihr aus München? Nein, wir kommen aus Bremen. Noi andiamo a Brema. Wir kommen aus Bremen. Ich komme aus Rzeszów. Rzeszów è una città del sud della Polonia. In tedesco viene tradotta con Rzeszów, come ad esempio Florence. In italiano noi diciamo Firenze. Io vengo da Firenze. Ich komme aus Firenze. Ma per essere corretto dovrei dire Ich komme aus Florence. Wie bitte? Woher kommst du? Dove prego? Da dove vieni tu? Wie bitte? Woher kommst du? Aus Rzeszów, aus Polen. Ich spreche leider nicht gut Deutsch. Leider, purtroppo. Leider. Sprechen, parlare. Io parlo. Ich spreche. Io parlo purtroppo non bene tedesco. Ich spreche leider nicht gut Deutsch. Ah ja. Was macht ihr in München? Fare, machen. Cosa fate voi? Was macht ihr? Cosa fate voi a Monaco? Was macht ihr in München?
Wir machen Urlaub. Und dann fahren wir noch nach Wien. Urlaub, vacanze. Noi facciamo le vacanze. E poi guidiamo noi, anche dopo, a Vienna. Per dire, e poi andremo a Vienna. Wir machen Urlaub. Und dann fahren wir noch nach Wien. Eigentlich, effettivamente. Eigentlich. Come vi chiamate effettivamente? Wie heißt ihr eigentlich? Mi chiamo Anna. Ich heiße Anna. Thomas dice il suo nome e chiede il nome a Marlene. Marlene gli dice il suo nome e poi gli porge la sua carta d'identità. Ecco qui, questa è la mia carta d'identità. Ia, das ist meine Karte. Einmal, una volta, einmal, ma significa anche un giorno o l'altro. Einmal nach, anche dopo. In questo caso sta a significare un domani. Vielleicht, forse. Vielleicht, forse. Forse venite voi un domani a Colonia. Vielleicht kommt ihr einmal nach Köln. Vielleicht kommt ihr einmal nach Köln. Danke, das ist nett. Oder du kommst mal nach Bremen. Ja, vielleicht. Danke, das ist nett. Grazie, questo è bello. Nett, bello, nett. Oppure, tu vieni un domani a Brema. Oder, du kommst mal nach Bremen. Ja, vielleicht, sì, forse. Und du wohnt ihr? E dove abitate voi? Wohnen, abitare. Und du wohnt ihr? E dove abitate voi? Danke, das ist nett. Oder du kommst mal nach Bremen. Ja, vielleicht. Und wo wohnt ihr? Meine Adresse ist Sandhofstraße 12. Sandhof? Nein, nein, Sandhof. S-A-N-D-H-O-F. Il mio indirizzo è Sandhofstraße 12. Meine Adresse ist Sandhofstraße 12. Marlene sbaglia a scrivere la strada e Thomas le fa lo spelling. S-A-N-D-H-O-F. Also Sandhofstraße, Bremen. Ja, 28309 Bremen. Gut. Und deine Telefonnummer? Bene. Il tuo numero di telefono? Gut. Und deine Telefonnummer? 0421 41 9488. 419488. Alles klar. Dann noch gute Reise. Quindi ancora buon viaggio. Dann noch gute Reise. Per dire, fate buon viaggio. Dann noch gute Reise. Danke. Bis bald. Tschüss. Numero. Zahl. Zahl. I numeri. Die Zahlen. Die Zahlen. Hören und lernen Sie die Zahlen. Ascolti e impari lei i numeri. Ascolta e ripeti numero dopo numero. Null. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht, neun, zehn,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ventidue in tedesco si dice due e venti. Zwei und zwanzig. Zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig. 54 si dice quattro e cinquanta. Vier und fünfzig. Vierundfünfzig. Vierundfünfzig. 31 si dice uno e trenta. Ein und dreißig. Einunddreißig. Einunddreißig. 49 si dice nove e quaranta. Neun und vierzig. Neunundvierzig. Neunundvierzig. 67 si dice sette e sessanta. Sieben und sechzig. Siebenundsechzig. Siebenundsechzig. 88. Otto e ottanta. Acht und achtzig. Achtundachtzig. Achtundachtzig. 73. Tre e settanta. Drei und siebzig. Dreiundsiebzig. Dreiundsiebzig. 96. Sei e novanta. Sechs und neunzig. Sechsundneunzig. Sechsundneunzig. Preisliste. Eine Tasse Kaffee, 2,50 €. Eine Tasse Tee, 2,50 €. Zwei Tassen Tee, 5 €. Ein Glas Limonade, 2,20 €. Zwei Gläser Limonade, 4,40 €. Eine Dose Bier, 2,70 €. Drei Tassen Kaffee und drei Gläser Limonade, 14,10 €. Fünf Dosen Bier und zwei Tassen Kaffee, 18,50 €.